Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, neue Aufnahmesession bedeutet neue tägliche. Und ich sehe gerade, ich habe noch nicht mal eine Gruppe aufgemacht. Um Gottes Willen, hier geht's aber gleich los. So, machen wir nochmal schwind gefixt eine Gruppe auf. Und dann gucken wir mal kurz in die Challenge rein. Wir haben heute repariere Rüstung, Waffen oder Powerrüstung. Koche ein Gericht aus Pflanzen oder Pilzen. Pflanze etwas in Werkstätten oder Camps an. Sammle Red Array oder Red X. Schieße mit einer Kamera ein Foto eines Alien-Invasors. Schließe eine tägliche Operation ab. Töte 5 Hunde, töte einen Yaogwai. Gut, ja, nichts, wovor man sich fürchten soll, das ist alles relativ einfach. Deswegen würde ich sagen, Pflanzen, Roll und Kriech. Pflanze im freien Kameramodus. Ja, okay. Wenn ich das jetzt wieder wegrolle, dann werde ich gleich irgendwelche Gegenstände trotzdem stellen müssen. Koche ein Gericht aus Pflanzen oder Pilzen. Ja, das ist dann eigentlich auch gleich mit passé. Machen wir das Foto weg. Da brauche ich nicht fotogranuckeln. So, töte einen Kultisten 10-mal. Ja gut, Kills kriegen wir hin. Kills kriegen wir hin. Na gut, dann würde ich sagen, Daily Ops möchte ich auf jeden Fall heute mal machen. Da sind sogar Aliens drin. Das heißt, das passt. Ja, pflanze irgendwas an, dann gehen wir mal anpflanzen. Und danach fertig kochen. Sollen wir uns ein bisschen mehr Klingkorn. Oder nehmen wir gleich noch Mais mit. Ein bisschen Wasser brauchen wir auch noch. Das habe ich jetzt mal vom Camp oben nicht abgeholt. Ach, Schande über mich. Schlimme Vorbereitung. Gut, dann wollen wir mal lospflanzen hier. Oh, Bohnenstange. Na denn, immerhin. Die gute Bohnenstange haben wir auch. Jetzt muss ich noch eine Stunde warten. Brauchst du frisches... Nee, ich wollte nicht mit dir quatschen. Ich wollte Mais haben. Wir brauchen auch kein frisches Wasser. Das haben wir zu Genüge da. So. Dürfte eigentlich reichen. Dann gehen wir einmal kurz zum Fluss. Dum, di, dum, di, dum, di, dum, di, dum, di, dum. Dum, di, dum. Und wir dürften jetzt in 2 Minuten dann halt auch dementsprechend mutierte Gegner haben. Mutierte Gegner. Ja, mutierte Gegner. Mach die sauber, das hört nie auf. Das Alien-Invasor-Event. Und ich bete zu der heiligen Schildkröte gen Himmel, dass es nicht wieder Chemicals ist. Ich kann Chemicals nicht mehr sehen. Ich habe gestern noch einmal kurze Runde in Fallout reingeguckt und wäre am liebsten gleich wieder gegangen. Ich habe schon wieder Chemicals. Nach ein paar Stunden später habe ich Chemicals gekriegt. Wie mir denn so denke, so wie? Wieso gibt es nur Chemicals? So, wer sagt dir, ja, das liegt daran, dass du auf dem Privatserver spielst? Nein, ich war gestern auf den öffentlichen. Ich war faul. Ich habe andere Leute arbeiten lassen. Ich habe im Endeffekt da kaum geschossen. Mir irgendeine Gruppe angeschlossen. Die haben alle mit Krematur und Co. um sich geballert. Der eine sogar mit Mini-Nukes. Perfekt. Brauchte ich noch nicht mal einen Schuss absetzen. Konnte fett looten. Habe ich noch ein bisschen Brennstoff umsonst gekriegt. Also passt das. So, Angreifer aus dem... Das ist nicht dein Ernst, Digi. Mann, Spiel. Jetzt hör auf, mir ständig Chemicals zu geben. Das wird langsam zum Fluch. Das kannst du nicht machen. Ich pflanze schnell an. Dann gehe ich mich heute Abend wohl wahrscheinlich erstmal im Bett ersaufen. Keine Ahnung, irgendwas. Achso, freier Kameramodus war das, verdammt. Jetzt habe ich nicht mehr genug. Naja gut, dann kochen wir später. Dann machen wir jetzt, wie immer, in Chemicals ein bisschen, Angreifer aus dem All. Ganz ehrlich, es gibt doch nicht nur diese eine Position. Das kann doch nicht wahr sein, Spiel. Zumal ich habe es auch in der gestrigen Aufnahmesession. Habe ich das sogar noch, ne? Ja. Weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung. Es ist immer hier. Ich mag die anderen Locations alle lieber. Alle Locations mag ich lieber. Weil das hier habe ich jetzt einfach zu oft gehabt. Mal so zwischendrin, ja, ist kein Problem. Wechsel anständig durch.
Oh, dann freue ich mich sogar. Ha, aber doch nicht immer dieselbe Location. Wenn du weißt, dass es mehrere gibt. Für unseren Planeten. So, jetzt muss ich aber... Ihr müsst durchhalten. Die Ego. Die Alien Commander Zeima. Ich glaube, ich habe noch nicht mal gegessen oder so. Die Kraftfelder, um die Gehirnwellensauger zu deaktivieren. So vor Schreck und so. Dann sind wir nochmal ein bisschen Abstand zu Abstand. So. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. In Chemicals ist immer Pflicht. Ah, du bremst aus. So, du bremst auch aus. Ihr zwei auch. Na, mal gucken. Ah, ja, ist halt ärgerlich. Wie gesagt, ich mache Aliens, Angreifer-Aliens mache ich immer sehr gerne. Sehr, sehr gerne sogar. Aber... weiß nicht, wenn es halt immer in Chemicals ist, dann... macht er ihn das ein bisschen mad. Es macht so viel Spaß auf dem Kapitol. Macht so viel Spaß im Campenpark. Weil da buggen die halt auch nicht immer so fest. Hier hängen sie sich ja halt auf und sagen dann so, oh, guck mal, hier sind Gegner und so. Und du hast halt hier viel mehr Winkel. Es ist jetzt nicht unmöglich, es ist halt einfach nur... ja, ich mag die anderen, die sind halt angenehmer. Auch von der Location her sind sie angenehmer. Weil hier spawnt halt für Solo immer recht wenig. Bei den anderen Stellen hast du dieses Problem halt nicht so. Das heißt, mir geht ja auch jedes Mal, wenn es Chemical ist, ordentlich Ressourcen durch die Lappen. Vielleicht ist es deswegen, bin ich immer so stinkig drauf, wenn es Chemicals ist. Nicht wegen derselben Location, sondern weil weniger Ressourcen. Jetzt hab ich's. Ah, ich und meine blöden Ressourcen, ne? Aber ich liebe es, Ressourcen zu sammeln. Der Fallout spielt und sagte, ich kann Ressourcen nicht sehen. Ne? Spielt nicht richtig Fallout für dich. Ausgezeichnete Arbeit. Jetzt alle auf den Gehirnwellensauger. So. Dann können wir hier schon mal zwischenlooten. Einmal wenigstens. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. So, jetzt müssen wir kurz warten. Ja, verteilt euch nicht zu sehr. Gewöhnt euch auch nicht zu sehr drauf, auf mich zu schießen. Ja. Oh, den habe ich sogar noch getroffen. Gut. Ich auch. Ah, da kommt wieder mal einer. Da ist auch noch einer. Muss schon mit der Lupe suchen, wo die Gegner sind. Schlimm. Gut, dich können wir gleich wegnehmen. Dich können wir auch wegnehmen. Gehörst du eigentlich nicht dazu? Okay, Angriff, Gehirn, was? Gut, achso, ja, wir werden von der Werkstatt her angegriffen. Oh Mann. So, jetzt kommt mal raus hier. Ihr wollt nicht raus, ne? Muss ich rein, damit ihr rauskommt? Mit Sicherheit. Bestimmt wegen den Robohirn wieder. Aber wir brauchen schon noch ein paar Kills hier. Also, jetzt haben wir noch mal einen halbwegs Spawn hier. Ihr zwei Commander besiegen. Vorsicht ist geboten. Ah, dann sind wir mal vorsichtig. Ey, lass mich voran. So. Eine andere rüberkommen. Machen wir hier erstmal nochmal zwei drauf. Machen wir da noch einen drauf. Da noch einen. Und noch einen. Ah, einen brauchst du noch. Der Sauger kann jetzt zerstört werden. Mal kurz den Sauger wegmachen. Gute Arbeit. Jetzt ab zum letzten Sauger. Mal einmal kurz zwischenlooten.
Dann hopsen wir mal von A nach B. Auf C zurück. So, wo ist Fleddy? Ich hör's, aber ich sehe es nicht. Hier, ist es ein Ghoul? Da ist Fleddy. So, schön einmal an den Kopf geworfen. Macht halt nochmal ein bisschen mehr Schaden. Wieder zurück auf die Dorso. Einfach Rinder. Da ist keiner mehr drin. Ah, jetzt kommt erst der neue Spawn. Halt, nein, ich wollte da hinten anwatzen. Der da drin ist, genau den da. So. Burn, burn, burn. Gut. Oh, da haben wir noch einen Fleddy. Müssen wir nur gucken, wo es sich hin teleportiert. Irgendwo da hinten, aber da brennt noch eine Weile. Ein gegnerischer General liegt sich runter. Ihr letztes Aufbäumen. Ihr letztes Aufbäumen, na denn. Bäumt auf. Ihr trifft mir immer so schlecht den Kopf, da muss ich immer mehrfach drauf schießen. Damit ich ihn auch anständig treffe hier. Muss ja auch mal ein bisschen rumsen. Ah, nicht ganz jetzt ab. So, dürfte reichen. Das Kraftfeld des letzten Saugers ist unten. Gute Arbeit. Und fertig. Ihr seid alle so erpicht darauf, wenn nötig, Waffen zu tragen. Mit solchen Soldaten wird die Erde sicher die Zeiten überdauern. Gut, dann gib mir mal den Sprengstoff. Kein neuer Bauplan. Schade. Ist halt auch nochmal eher ein alter Bauplan. Aber gut, jetzt können wir mal gucken hier. Hau ich hier mal kurz was drauf. Das Ding hat nichts, was jetzt irgendwie mal heil gemacht werden muss. Ich verschwende jetzt mal ein paar Reparaturkits, damit ich die auch mal ein bisschen besser loswerde hier. Ich habe schon wieder viel zu viele davon. So, da haben wir auch schon wieder 5 Stück drin. Powerrüstung geht zwar jetzt nicht so schnell kaputt, aber ja. Hauptsache das Reparieren ist jetzt auch schon mal durch. Stimpex haben wir jetzt auch gekriegt. Quatsch, Red Ray haben wir jetzt auch schon gekriegt. Oder Red X, eins von beiden. Sollte also somit reichen. Spätestens Daily Ops wäre das fertig gewesen. Jetzt müssen wir nochmal kurz die Ghule wegmachen. Von der Werkstatt. Na, sehr schön. Habe ich ja schon mal die erste gute Truppe hier erwischt. Und die zweite gleich hinterher. Und dann war es das damit. So, jetzt können wir mal gucken, ob hier noch genug Mais ist. Hier ist schon mal wieder Mais. Oh gut, hier war auch nochmal ein Stimpack und ein Red Axe drin. Der hat auch schon wieder Mais da. Der hat auch schon wieder Mais. Gib mir den Mais. Ich muss ihn mal verkochen. Gut, dann machen wir uns jetzt hier einmal kurz Blaupause fertig. Mal extra so eine kleine Billig-Blaupause für sowas. Wir haben eine Billig-Blaupause für sowas. Steigen einmal kurz aus, kochen das Wasser durch. Und machen dann ein kleines Maissüppchen draus. Ist ja kein Problem. So, einmal Wasser kochen. Oh gut, hier können wir auch nochmal ein bisschen andere Sachen machen. Na wunderbar, 13 Stück. Aber mehr als genug. Die Reste kann ich dann verkaufen. Fressen kann ich es leider nicht, weil Pflanzenfresser bin ich nicht. Ich bin ja eher der gute Fleischkonsorte. Und ich mag mein Fleisch, mein Brandbestienfleisch. Mmm, der Brandbestienfleisch ist immer das Beste.
So, gut, denn wir brauchen noch 10 Kultisten, 5 Hunde und auch noch einen Yaogwai. Komm, wir haben Hunde und Yaogwai. Das schreit ja schon förmlich nach einer einzigen Position, wo wir Yaogwai und Hunde in einen kriegen. Gibt ja noch mehr Hundestandorte, aber dann brauche ich halt nur einmal porten. Und mich eigentlich nicht weiter um irgendwas weiter kümmern. Und ihr kennt mich doch. Schön faul. Schön faul sein und so. Brauchst nicht abhauen. Ich brauch dich. Genauso wie dich. Und dich. Weg den Hund in dir. Ah, nicht getroffen. Na, sag mal, wo bist du denn hin, mein Hündchen? Hier ist er hin. So, haben wir unsere 5 Hunde. Und wenn wir hier zum Parkplatz rübergehen. Ah, guck mal, ein Yaogwai. Burn, burn, burn. Puff. So, haben wir 2 in einen gehabt. Wunderbar. So, jetzt brauchen wir noch 10 Kultisten. Na komm, jetzt gehen wir hier mal oben zu Blakes Angebot. Machen dort nochmal kurz die Kultisten weg. Das sollte nicht das Problem sein. Die mal kurzerhand wegzuschießen. So, da haben wir schon mal Nummer 1. Was haben wir da unten random encounter-mäßig? Raider Plünderer. Ich wollte gerade sagen hier. Da fehlt noch was. Das Licht ist ewig. Genau, das Licht ist ewig. Und da hinten haben wir einen verbrannten Eroberer. Okay. So krasse Distanzschüsse jetzt hier. Oh, hab fast alle erwischt. Irgendwo ist da noch was? Ich schieß mal trotzdem einen ab. Ah, nee. Wollt nicht treffen. So, uns fehlen aber jetzt noch 4 weitere Kultisten. Komm, die holen wir jetzt von der Mottenmann-Bude gegenüber. 10 kriegt man jetzt hier nicht, aber so nehmen wir jetzt 2 mit einem rein. Ich hätte jetzt auch wieder zu Good Clancy oder Point Pleasant oder wo auch immer hingehen können, wo ein bisschen mehr sind, aber so passt das auch. So. Das haben wir auch. Was fehlt jetzt noch? Daily Ops. Daily Ops. Denn ab in die Daily Ops. Einmal drin. Alles drin. Ist ja sogar Entschlüsselung, also geht das da sogar relativ zügig. Sollte somit nicht das Problem sein. Finde und töte 8 Gegner. Ja. Und ich darf schon wieder keine Stimpacks benutzen. Immer noch nicht. Jetzt. Das macht es zu meiner Pflicht, irdische Privatgespräche zu schützen. Mir ist klar, dass dies eine Operation der Bruderschaft ist, aber da ist mehr, als Ihnen bewusst ist. Macht euch keine Gedanken über die Details. Leider haben die Datenabfänger auch das Interesse der Außerirdischen geweckt. Ihr werdet euch durch die Invasoren hindurchkämpfen müssen. Warte sogar, bis du stirbst. Ja gut, das sollte ich nicht zu häufig machen. Sonst gehen mir irgendwann die Stimpacks noch aus. Das wollen wir ja auch nicht. Weil die drücken schon 1-2 Hits rein hier. Wollt ihr jetzt hier die ganze Zeit umlaufen oder was wollt ihr jetzt hier? So. Hatte ich ja schon angeschossen. Hätte ich nur noch ein Stück warten müssen. Einen brauche ich noch. Gibt her. Da ist er. Zum Abschalten der
Aha. Von einem Außerirdischen aufgesammelt. Ihr müsst ihn zurückholen. Und instant auch gleich den richtigen gefunden. Nee, doch nicht. Du warst der Richtige. Geh denn schon mal rüber, ja? Du frierst mich ja die ganze Zeit sowieso ein. Code erhalten. Jetzt muss er in einen der Signalabfänger eingegeben werden. So, nächsten. Die wollen mich ein nur slowen. Auch die anderen abschalten. Eliminiert Gegner, während ich einen weiteren Code lokalisiere. Na denn? Sollen die Gegner rauskommen? Der hat jetzt leider nichts mehr überlebt, ne? Schade. Du stirbst eh gleich. Dich da hinten wollen wir aber noch. Und dich da. Soll noch einer drin sein? Oder ist er ganz hinten? Ja, der ist hier hinten rum. Da ist er. Muss mal auf irgendwelche Granaten nach mir zu schmeißen. Du Unhöfli. Sonst gibt's Brennstoff. So vor mir. Hab dich gar nicht gesehen. Na komm, gebe ich dir nochmal einen mit drauf. Du kannst auch einen haben. Ein weiterer Codeträger in eurer Gegend. Tut, was ihr tun müsst, um den Code zu sichern. Ah. Ich muss nach hinten. Ja, auch hinten gleich den Code mitnehmen. So, komme ich euch mal ein bisschen entgegen. Du scheinst der Richtige zu sein, genau. Feindaktivität nimmt zu. Aber ich habe vollstes Vertrauen, dass ihr auch die übrigen Abfänger abschalten werdet. Ja, ja, machen wir. Bleib locker. Ein Abfänger ist noch in Betrieb. Sekunde, ich lokalisiere einen anderen Codeträger. Da war noch der Kopf drin. Na komm, stirb mal. Ah, da seid ihr noch. Haben wir hier noch einen? Nö. Alle weg. Dann einmal hier hinten schon mal den Brennstoff mitnehmen. So, lieber nochmal einen zweiten oben drauf. Können wir auch nochmal Rußblume und Co. machen. So, spawnt. Gas. Wir haben doch keine Zeit hier. Ne, das war ja selber schuld, mein Freund, war. Und dich nochmal. So. Oh. Ja, da war ich zu langsam. Ja, jetzt aber schnell hin da. Muss ja auch immer mit ein bisschen mit dem Eigenschaden rechnen. Ah. So. Begebt euch zum letzten Abfänger. Das Gerät wird schwer bewacht. Dies bestärkt mich in meiner Annahme, dass uns die Außerirdischen beobachten. Ach, die bösen Klinge hier. Der Kanal ist sicher. So. Wissen ist Macht, meine Freunde. Indem ihr es bewahrt habt, habt ihr heute Großes geleistet.
Okay, dann gucken wir mal, was wir so schönes, großes geleistet haben. Ah, Aliens machen schon wirklich schön guten Schaden. So. Legendärer Kern, Splittergranate. Mhm. Naja, ist jetzt nicht wirklich das Beste vom Besten drin gewesen. Das Beste war jetzt der Kern und die Scheine. Das war's. Der Rest ist eher so, ja, okay. Brennstoff. Gut, Brennstoff ist noch okay. Kann man auch immer mitnehmen. Passt also. Gut. Dann haben wir das jetzt auch soweit fertig. Dann würde ich sogar sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.